Ja, hallo Jena. Kurz vorm Urlaub, wieder eine Wochenbotschaft zum Freitag. Inzwischen haben die Medien ja begonnen zu zählen und wir wissen, dass sich die 100 Tage dem Ende neigen, die ersten 100 Tage. Und da ist es dann Zeit, Bilanz zu ziehen, mal zu den kleineren, schönen Wahlversprechen, die ich so gegeben habe. Das waren im Wesentlichen ja drei, neben den großen Dingen, die wir in Sachen Wachstum vorhaben. Das war den Grünpfeil hinzuhängen an der Stelle, wo er helfen kann. Das waren zum Zweiten Hundetoiletten aufzustellen. Das haben wir letzte Woche getan. Und heute darf ich das dritte Wahlversprechen einlösen. Ich hatte zugesagt, dass wir einen 30-Minuten-Takt im Busverkehr nach Apolda hinbekommen wollen. Deswegen sind wir heute wieder exterritorial, nicht im Rathaus, sondern am Busbahnhof. Und ich möchte die Zufriedenheit darüber, dass wir das hinbekommen haben in den 100 Tagen, verknüpfen mit dem Dank an den Jenaer Nahverkehr, der es gemacht hat. Und Herr Möller, der Geschäftsführer, ist da und kann dazu auch noch ein bisschen erklären, wie das funktioniert und wie das sein wird. Hallo, wir freuen uns, die Verkehrsunternehmen in Jena im Saale-Holstein-Kreis und im Kreis Weimarer Land haben gemeinsam ein neues Verkehrskonzept zwischen Jena und Apolda abgestimmt. Und wir werden zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember tatsächlich am Vormittag und am Nachmittag den Halbstundentakt zwischen Jena und Apolda haben. Und ansonsten werden die Busse alle Stunde verkehren auf direktesten Wege. Wir freuen uns auch, dass alle die, die in Isserstedt wohnen und leben und die nach Isserstedt wollen, das über das Mühltal vom Busbahnhof genauso nutzen können wie die, die von und nach Apolda fahren wollen. Eine rundum gelungene Sache und wir freuen uns, dass diese Zusammenarbeit gelingt. Ja, ein herzlicher Dank der Stadt, Herr Möller. Freue mich sehr, dass das geklappt hat. Damit können wir dreimal sagen, versprochen gehalten, das haut hin. Ein zweites großes Thema ist angerissen worden heute in den Zeitungen. Das betrifft den Autoverkehr. Darüber werden wir reden, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin. Sie wissen ja, dass mir dieses Thema, das jetzt die AG Innenstadt aufs Tapet gehoben hat, schon immer ein großes Anliegen war. Da werden wir uns drum kümmern. Allerdings können wir da so schnelle Lösungen, wie wir sie jetzt hier im Nahverkehr hinbekommen haben, nicht versprechen. Aber ich kann sagen, da werden wir rangehen. Ein drittes Thema, das ich für heute noch kurz streifen möchte, ist ein hocherfreuliches. Wir haben gestern erfahren, dass die Universität den Zuschlag für ein Exzellenzcluster bekommen hat. Im Mikroversum sind wir da unterwegs. Das freut mich außerordentlich. Da hat die Stadt jetzt nichts zu beigetragen zu diesem Erfolg, aber es wird sich auch auf die Stadt sehr, sehr gut auswirken. Denn wenn es der Universität gut geht, geht es auch der Stadt gut. Ja, so viel für heute. Drei Themen kurz angerissen. Ich bin dann jetzt mal 2 Wochen weg. Da wird es die Freitagsbotschaft so nicht geben. Mal sehen, wie sehr sie Ihnen fehlt. In 3 Wochen dann wieder machen wir weiter, wo wir heute aufhören. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.